Ich suche Priorin Alicia. Joachim, die Aufsicht hat mich geschickt, um diese Aufträge zu überbringen. Außerdem soll ich ihr beim Waffengang helfen. Also, was auch immer. Okay. Nächster Angriff in 5 Stunden. Tagesinner schon im Auftrag. Joachim, die Aufsicht. Joachim, nee, was ist da los? Müssen wir erstmal wieder hier. Vom Sinne, sie so als Friedensstifterin muss im Krieg ja helfen. Das sind schon Zeiten. Was für eine Waffe ist das denn, die du uns schicken willst? Ja, die ist ganz gewaltig. Oha, du hast mich erschreckt, Priorin Alicia. Ich bitte um Verzeihung. Ich stehe völlig neben ihr seid. Naja, Gräfin Azula, die Große hat dich hergeschickt, damit wir uns gemeinsam eine Waffe gegen die Händler besorgen. Ich weiß lediglich, dass die Altvorderen von einem Karawumsstaub sprachen, der ganze Städte plätten könnte. Karawumsstaub? Aha. Ja. Na toll. Tagesöhner. Wir sind ja mehrere Tageslöhner, ja. Ich verstehe die Form in unserem Archiv nicht. Seit der Invasion ist meine Konzentration allerdings auch reichlich gesunken. Vielleicht hast du mehr Erfolg. Es gibt übrigens Gerüchte, dass Ganobelsdorf diese Substanz ebenfalls erforscht, um sie gegen die Piraten einzusetzen. Aber freiwillig werden sie, Der Nobelsdorf sind die Piraten, also wahrscheinlich nachlässigen. Da hat jemand nicht aufgepasst. Wie wird sich Priorin als denn die Waffe besorgen? Mal tiefgründig nach Belagungswaffen suchen. Hilfesuche an Ganobelsdorf. Such an Ganobelsdorf verfassen. Wir werden schön suchen. Das bin ich. Wir sind das. Was sind das für Aufträge? Danke, Tagelöhner Skellen. Um diesen Auftrag kümmere ich mich höchst persönlich. Da ist ja ganz schön viel zu tun. Schon das können wir ja machen bei uns im Kloster. Minnesänger Scott. Ja, wunderbar. Smoochie. Ach ja, der Koch. Also, der Kompise, nicht wahr? So. Ach so, haben wir überhaupt. Haben wir eine Predigt? Die legen wir mal für 23 Uhr fest. Sonst müssen wir gleich ran. Wir sollen im Archiv. Dann wollen wir mal. Tja. So sieht's aus. Und sie las und las und las und las. Und gleich gibt's wieder, oh, 3 Stunden noch. Der Angriff. Wir müssen uns beeilen, nochmal. Ich glaube, ich habe aus den verschiedenen Berichten die Formel für den Krawumstaub zusammensetzen können. Hoffentlich funktioniert das Ganze auch. Denn die Stunden, die ich in die Chat geschickt habe, gibt mir niemand wieder zurück. Ja, und wir haben nur noch 3 Stunden. Joachim, die Aufsichtsformel geben. Mensch, Joachim, was ist da los? Das können wir hier gar nicht machen, ne? Schriftrolle.
Ah, Selbstinteraktion, dann machen wir das mal. Ja. Aha. Verstehe, ich lege das mal voll laut vor hier. Aha. Alles wichtige Informationen. Schabalablablablabla. Aha. Unsere Truppen benötigen Kampfverpflegung, um sich weiterhin gegen die Gildenarmee behaupten zu können. Solche Aufträge sind genau meine Kragenweite. I see. Ja, dann. So. Immer ran da. Okay. Hier. Bei dem Verpflegungsauftrag geht es um ein heiliges Wasser, mit dem der schwindende Wille unserer Truppen aufgepäppelt werden soll. Aha, also ja, Drogen. Der Geisterreiniger des petranischen Mönche könnte genau das Richtige sein, aber ich muss das Rezept erst genau erforschen. Hier, bitteschön. Vielen Dank, Priorin Alicia. Meine Leute, ist beinahe schon die Arbeit ausgegangen. Moment mal, laut dieser Formel besteht das Ganze aus ein Drittel Phosphorerz und zwei Dritteln Vierjauche. So was habe ich nicht. Bitte geh mal ins Dorf und schau bei einem bekannten Bauernsim vorbei und bring uns etwas Jauche, ne? Was ist los? Dann machen wir gleich, wir müssen schon auch noch Geisterdings herstellen. Was man nicht alles machen muss hier. So, Mensch, ja viel los. Wir erforschen. Laut Rezept braucht man für den Geisterreiniger gesegnetes Wasser, kann ich im Stadtbrunnen bekommen, zwei Samen findet man fast allen Pflanzen und uraltes Pulver. Dem Archiv zufolge stoßen Schatzsucher auf uraltes Pulver und die, die ihren Ausflug in der Grube der Verurteilten überleben. Ernsthaft? Wir haben Wasser aus dem Brunnen. Ich werde jetzt garantiert nicht mich in die Grube schmeißen. Schatzsucher? Oh nee, das ist ja wieder. Das haben wir aber schön gemacht. Uraltes Pulver einsammeln. Oh. Okay. Ich glaube, bevor ich das mache, werde ich mal speichern. Vielleicht ist das eine Glückssache. Ja, Angriff in 2 Stunden. Wir gehen erstmal in Dorfladen. Erstmal eins abschließen. Und wir brauchen die Samen, ne? Ja, wenn wir erstmal uns Samen holen. Das ist das Wichtigste zuerst. Hä? Hebamme Malis? Wieso haben wir eine Beziehung mit Hebamme Malis? Also ich meine, ich habe nichts dagegen, aber habe ich das eingeleitet? Wieso hat sie... Ohne meine Aufsicht, Hallöchen. Ja, siehst du, die Sims... Sims weiß schon, was ich möchte. Wir haben ja auch jetzt Pride Month, also... Oh Gott, hat er gerade geladen oder war gerade speichern? Oh, noch 30 Minuten bis zum nächsten Angriff. Was sollen wir noch mal? Blumensamen? Die Eindringlinge haben Amalur erreicht. Was? Die Eindringlinge haben Amalur erreicht. Unsere Verteidigung wurde durchbrochen. Gildentruppen dringen vom Wald herein. Oh Gott, wir sind am Ende, oder? Ist das das Ende? Ich sehe es da hinten schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt meine Schuld ist. Ich habe ja eigentlich alles gemacht. Wachen. Jetzt mal gucken. Erstmal will ich noch, brauchen wir Samen. Noch 13 Minuten. Ich sammle mal ganz kurz hier Samen und dann schicken wir mal. Vielleicht reicht das schon aus hier. Das ist ja alles viel zu knapp. Das ist keine Hebamme. Wildbum Samen. Okay, Samen haben wir jetzt, glaube ich. So, hier. Hier ist ein bisschen Jauche. Das wird helfen.
Oh, shit. Eine wabernde Stille hing über dem großen Wald von Amalur, so dicht wie der schwarze Rauch, der die Bäume umstrich. Die tapferen und zahlenmäßig hoffnungslos unterlegenen Truppen des Königreiches warteten einsatzbereit und angespannt auf das Eintreffen des Gegners. Plötzlich marschierten die Narsinger-Truppen mit geschulten Präzision und energischen Vergissbissenheit auf das aus der Finsternis des Waldes, und das Sonnenlicht glitzerte auf ihre polierten Rüstungen und gezückten Klingen. Die wartenden Kräfte von Amalur stellten sich den Handelstruppen entschlossen in den Weg und versperrten ihnen den Zugang in das belagerte Königreich. Ja, diese Jauche sollte uns gute Dienste erweisen. Besten Dank, Priorin Alicia. Aber willst du jetzt den ganzen Tag lang hier herumstehen? Hast du nichts Besseres zu tun? Draußen ist schließlich ein Waffengang. Also los, lass mich und mein Team in Ruhe arbeiten und mach dich vom Acker. In ein paar Stunden wissen wir, ob deine Formel funktioniert. Alter! Du bist kein Kerl, du Idiot. Ja, ja. Selber. Unhöflich. Na komm, wir spucken jetzt auch ein Gesicht und dann hauen wir ab. Tua! Das wollen wir nicht sehen. Wir sind ja nett. Das ist alles. Was ist denn hier los? Okay, wir müssen in die Grube springen. Und uns, umbringen. Wo ist die Grube? Ich sehe sie immer nicht. Da ist die Grube. Ich würde mal sagen, wir speichern vorher. Speichern ist immer gut. Speicher, 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 Speicher. La la la. Oh, das ging schnell. Nee, jetzt nicht hier Kampf zu gucken, sondern hier das Pulver sammeln. Bitte nicht sterben dabei, das wäre schon mal sehr schön. Okay. Dann wollen wir mal. Für Amalur. Ich hab Angst. Machen die gerade hier Hallo? Warum kommen da Herzen raus? Wieso kommen da Herzen raus? Das sieht sehr falsch aus. Also ich will. Und das hört sich auch sehr falsch an. Also. Das hört sich einfach an wie Hentai. Tentacle Hentai. Na gut, sie ist halt. Was geschieht hier? Sie klingt auch ein bisschen fröhlich dabei. Oh, ja, ja. Und die lachen dabei, Ja, ich will nicht wissen, Level 7, was du da gemacht hast. Ich will es nicht wissen, was du da gemacht hast. Hast du gesagt? Ja, ich hab voll. Du warst sehr gut, meine Liebe. Du warst sehr gut. So, nee, reicht jetzt. Wir müssen jetzt einmal. Gut, wir haben, glaube ich, alles zusammen. Bitte sag, wir haben genug. Wir müssen nicht immer rein. Forelle. Schwaches Heilet. Wir haben. Okay, dreimal uraltes Pulver. Wir haben zweimal Samen. Das sollte gehen. Wir haben. Ja, alles dabei. Okay, dann mal schauen, was unsere Wahl. Also, die konnten auf jeden Fall die Truppen zurückjagen. Das ist schon mal sehr gut. Geisterreiniger zur Herrscher. Gesegnet. Oh, wir müssen das auch noch sehen.
Nein. Nein, das habe ich jetzt gemacht. Oh nein, ich hab's kaputt gemacht. Wir müssen nochmal scheiben. Siehst du, und deshalb, wir werden nochmal ganz kurz laden. Wir müssen nochmal ganz kurz laden. Siehst du, das war gerade ein Fehler. Siehst du, weil ich doof gemacht habe. Aber dafür ist es da. Ich habe rechtzeitig gespeichert vorher. Und dann. So. Zack, und jetzt, ja. So. Das kennen wir ja schon. Da kommt Herzen rauf, sie hat sie. So. Und jetzt brauchen wir. Wie segnet man denn bitte Brunnenwasser? Müssen wir denn, wo ist denn der Brunnen hier? Ist er hier der Brunnen?